Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu unserer ersten Ausgabe von 47.9 im neuen Jahr. In dieser Sendung schauen wir allerdings nochmal zurück auf ausgewählte Themen, die uns im Bodenseekreis 2017 bewegt haben. Und das sind folgende. Dorfladen und Dorftreff. Ein besonderes Projekt in Hiltensweiler. Gelbe Karte für Müllmuffel. Foulspiel an der Biotonne. Und neue alte Heimat. Der Waldrapp kehrt zurück. Etwa 90% der Fläche Deutschlands sind ländlich geprägt und mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt auf dem Land. Das sagt die Statistik. Was aber deutlich weniger wird in den ländlichen Regionen, ist die Nahversorgung mit Lebensmitteln. Immer seltener sind die klassischen Tante-Emma-Läden mittlerweile zu finden. Ähnlich war die Situation in Hiltensweiler. Die Besitzer des Ladens hörten altersbedingt auf und ein Nachfolger fand sich zunächst nicht, bis einige Bürgerinnen und Bürger sich selber des Problems angenommen haben. Das Ziel, wie gesagt, einfach auch wieder auf dem Land was zu haben, wieder die Begegnungen und wieder das Bodenständige zurückholen und das Normale, wo einfach verloren geht. Wenn kein Lade da ist, keine Wirtschaft oder Möglichkeit, wo man sich einfach mal ungezwungen treffen kann, dann trifft man sich auch nicht. Man läuft jetzt da raus auf die Straße und guckt, ob jemand gerade mal einem entgegenkommt, mit dem man schwätzen kann. Und gerade für die älteren Leute, die sonst nirgends hinkommen, ist das wahnsinnig wichtig. Und ich bin mir sicher, die kommen auch. Und nicht nur die. Im neuen Dorfladen in Hiltensweiler freut sich Birgit Zodel über die ungewohnten Möglichkeiten. Mein Wocheneinkauf, ja. So gut wie es gegangen ist und guckt, ob sie, wie das Warenangebot ist. Und das ist toll. Also ich habe ganz wenige Sachen auf meinem Einkaufszettel nicht bekommen. Und das würde ich jetzt auf meinen Wünschezettel schreiben. Früher war es der Tante-Emma-Laden oder das Wirtshaus. Heute fehlen in vielen Dörfern solche Versorgungsmöglichkeiten und Anlaufpunkte. Nicht mehr hier. Als der Kindergarten umzieht, ergreift eine Gruppe Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit. Das leerstehende Haus soll zum neuen Treffpunkt und vor allem zur Einkaufsmöglichkeit für ein Einzugsgebiet von knapp 1.500 Menschen werden. Und da sind wir auf die Idee gekommen, das sinnvoll zu füllen. Und der Herr Wortmann ist zu mir gekommen und hat gesagt, das wäre doch was mit so einer Dorflade hier im Ort. Und ich war gleich begeistert. Und dann sind wir hier auch in den Orte rumgegangen, haben Unterschriften gesammelt, wer denn da noch dafür wäre. Und da sind gleich zu Beginn ganz viele Unterschriften zusammengekommen. Das haben wir dann im Ortschaftsrat vorgelegt und sind von dort auch unterstützt worden. Und dann hat das immer mehr Fahrt aufgenommen. Ganz wichtig. Das passende Sortiment. Hier hat sich das Team Unterstützung geholt. Die Frau Lehmann von Edeka und die hat so ein Grundsortiment. Wir haben dann so einen Trockensatz, heißt es, so ein Trockensortiment. Und da haben wir rausgesucht, ja, okay, das und das und das. Klar, man hat sich dann schon ein bisschen selber das Einkaufsverhalten ein bisschen reingebracht. Da haben wir gesagt, nee, das geht doch nicht. Wir haben jetzt so ein Sortiment zusammengestellt. Das wird sich noch hundertprozentig ändern. Wir sind also auf Kundenwünsche also angewiesen, kann man sagen. Und ja, das lassen wir jetzt wachsen. Teamarbeit und Engagement, das gefällt den Kunden. Und nicht nur das. Schließlich handelt es sich um einen Dorfladen und Dorftreff. Nicht nur einkaufen, sondern sich austauschen. Ein großer Raum über dem Laden ist Teil des Gesamtkonzepts. Mit Beamer und Medientechnik, auch für Feierlichkeiten und Veranstaltungen. Dorftreff und Dorfladen. Auch Birgit Zodel ist von der Idee begeistert. Ja, doch. Also ich was unterstütze so gut wie es geht. Ich habe sonst immer in Tettnang eingekauft und habe viel fahren müssen. Und ich möchte eigentlich das Auto stehen lassen, meinen alten Kinderhänger wieder akquirieren und mit dem Fahrrad hierher fahren und dann die Einkäufe mit dem Fahrrad erledige. Noch allerdings kommen ihre Einkäufe mit dem Auto nach Hause. Anteile hat sie auch erworben. Denn sie ist sicher, der Laden läuft. Hier in Hiltensweiler. Gelbe Karte, rote Karte, Platzverweis. Was im Fußball gilt, gilt auch für den Biomüll im Bodenseekreis. Oft landet eine Menge in der Tonne, was dort nicht hingehört. Wo der Biomüll schließlich landet und warum falsch eingeworfenes unter Umständen wieder im eigenen Garten landet, wir haben diesen Sommer den Weg der Abfälle für Sie begleitet. Ein guter Tag
bei der Leerung der Biotonne hier in Markdorf. Ein guter Tag, das heißt zumindest auf den ersten Blick wirklich nur Biomüll. Denn was Andreas Schuster und seine Kollegen sonst zum Teil in den Tonnen finden, das hat dort nichts zu suchen. Meistens Folie, was man hier besagt, Kunststoffe so, meistens ist das drin. Dann ist halt auch Restmüll drin, das ist klar. Restmüll, manchmal auch Bauschutt, Steine, was die Leute alles so reinschmeißen. Für mehr Fairplay an der Tonne verteilt der Landkreis seit kurzer Zeit jetzt Karten. Gelb und rot, wie beim Fußball. Alles, was nicht hineingehört in die Tonne, ein Foulspiel. Und immer öfter wird auch so gespielt. Von rund 17.000 Tonnen Biomüll jährlich im Bodenseekreis sind fast 800 Tonnen sogenannte Fehlwürfe. Die landen schließlich hier, bei der Firma AWB in Amzell. Dort, wo der Biomüll weiter seinen Weg geht. Als Biogas, Flüssigdünger oder Kompost. Gesiebt, getrennt, gerüttelt, fermentiert. Gerade Folien machen den Betreibern dort die Sache nicht leicht. Also wir sehen hier, die große Fraktion an Fremdstoffen sind einfach Folien. Das heißt, es sind einmal Kunststofftüten, Einkaufstüten oder ähnliches. Es sind aber auch, und das sind die klassischen Biofolien. Das ist auch hier alles, was so ein bisschen krummelig und Löcher hat. Das sind Biomülltüten, wie sie im Handel verkauft werden. Die landen im Restmüll am Ende. Dann hat man auch klassische Fehlwürfe. Das ist wahrscheinlich irgendein Verlängerungskabel. Oder Kuriositäten wie Schuhe, die eigentlich nicht in den Biomüll gehören. Vor allem beim Kompost wird klar, das würde alles im Gemüsebeet landen. Auch sogenannte Biofolien, meist aus Maisstärke, gehen trotz Sieb- und Trennungsmaßnahmen oft den ganzen Weg mit. Das ist momentan das Material, wie es dann auf dem Feld landet. Oder im Garten beim Bürger. Also irgendwann kriegt er seine Kunststoffflasche zurück. Das Kind im Garten vielleicht sein Schnuller oder ganz beliebt als Biomüll die Kaffeekapseln. Nicht nur hier. Auch die Männer von der Müllabfuhr haben schon Kurioses erlebt. So riesige Kiesensteine in 240er Eimer. Und das haben wir gemerkt, erst, das war unten am Boden. Wo das geleert hat, hat so einen Schlag hintergeben, sofort angehalten, bin ich rein. Mit Ach und Krach habe ich den wieder rausgekriegt, weil die Maschine geht ja auch kaputt. Das war ein Stein, nicht nur so ein Brocken Beton, ein richtig Kiesenstein. Damit so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt, Spiel nach den Regeln. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch an der Tonne. Und gleich begleiten wir für Sie einen ganz besonderen Vogel, der am Bodensee wieder eine neue und alte Heimat finden soll. Mehr zum Waldrapp gibt es gleich nach einer kurzen Unterbrechung hier bei 47.9. Auf den ersten Blick erscheint er nicht unbedingt beeindruckend. Ja, manch einer beschreibt den Waldrapp sogar als gänzlich unansehlich. In Überlingen, genauer gesagt in Hödingen, soll dieser besondere Vogel als Teil eines großen EU-Projekts jetzt wieder angesiedelt werden. Und eines ist sicher, gerade die Hödinger haben den Waldrapp schon besonders ins Herz geschlossen. Mensch, großer, komm und sei kein Depp. Wir machen jetzt der Waldrapp. Die Vögel schwingen sich heit in die Luft. Und dass die Waldrapp-Flugreis in nur so verpufft. Ja, der Waldrapp ist ein ganz spezieller Vogel. Eigentlich unauffällig und von einer speziellen Art von Schönheit. Im Überlinger Ortsteil Hödingen, allerdings da ist er angekommen. Ja, sogar Lieder werden über ihn gesungen. Das haben wir schon seit einigen Monaten festgestellt, dass der Waldrapp in unserer Stadt angekommen ist. Sie haben es gesehen, die Grundschule, der ganze Ortschaft, alle nehmen diesen wahnsinnig spannenden Vogel an als ihr Projekt. Und wir sind sehr dankbar, dass die Hödinger dieses Projekt so ermöglichen. Und das wird ein echtes Highlight auf unserer Landesgartenschau 2020, wenn wir dann den Waldrapp auch der breiten Öffentlichkeit präsentieren können.
Vom Aussterben bedroht ist der Waldrapp. Und Überlingen, der mittlerweile dritte Standort eines EU-Wiederansiedlungsprojektes. Neu ist der Vogel hier aber nicht. Es gibt überlieferte Vorkommen bei diesen Felswänden nördlich von Überlingen bis ins 17. Jahrhundert. Und im Gegensatz zu vielen anderen oder überlieferten Standorten sind die noch weitgehend in der Form erhalten, wie wir sie damals gehabt haben. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, den Waldrapp wirklich dort wieder anzusiedeln, wo er vor annähernd 400 Jahren verschwunden ist. Der Waldrapp hat es auch nicht leicht. Der ein oder andere Vogeljäger in Italien macht ihm das Leben schwer. Und im Gegensatz zu anderen Zugvögeln fehlt ihm der genetische Kompass. Seine Routen muss er sich bei anderen abschauen. In diesem Fall von seinen menschlichen Ziehmüttern, die von April bis September täglich bis zu 8 Stunden mit den Tieren verbringen. Schließlich sollen sie die 31 Überlinger Exemplare auf ihrem Zug in den Süden begleiten. Der Umgang in Hödingen, der ist ein herzlicher. Viel Begeisterung hat der Vogel ausgelöst, auch wenn er nicht unbedingt alle mit der ihm eigenen Schönheit beeindruckt. Dem Enthusiasmus der Überlinger tut das keinen Abbruch. Und ob die Vögel schön sind oder nicht, bleibt jedem seine eigene Sicht. Das war unser Best of 47.9.2017. Die nächste Folge mit aktuellen Themen gibt es dann im Februar wieder. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal hier auf Regio TV.